wie vor, glaube, 2 Wochen oder 1 Woche schon angekündigt, ich habe noch einen Kaltheim Collector Booster. Wie gesagt, ich habe die nie auf meinem Channel aufgemacht, deswegen musste ich das mal nachholen. Und ja, Kaltheim, Metal. Ah ja, stimmt, die waren ja so krass vom Foiling her. Draugur Recruiter, den kenne ich tatsächlich nur mit seinem anderen Artwork. 4 Mana 3-3 mit Boast. Für 4 Mana bringt man eine Kreatur aus dem Friedhof zurück auf die Hand, wenn der angreift. Man kann halt einmal benutzen für 4 Mana. Woodland Chasm kommt getappt ins Spiel, ist aber Swamp und Forest. Snowland, das ist ganz cool. King Harald's Revenge. Harald ist der beste Harald. 3 Mana als Sorcery. Und bis zum Ende des Zuges kriegt eine Kreatur +1/+1 für jede Kreatur, die man kontrolliert. Und Trampel und muss geblockt werden. Sehr cool in irgendwelchen Elfendecks. Dann haben wir den Mountain Plain, der getappt ins Spiel kommt. Feed the Serpent. 4 Mana, Exil mit einer Kreatur oder einem Planeswalker. Super krass. Die war, als das Set rauskam, noch kein Jahr alt, wirklich, oder doch, es war 1,5 Jahre alt, da war die rare. Und man hat noch 2 Leben verloren. Mittlerweile war die da schon kam. Power Creep. Fall to the Imposter. 3 Mana Saga. Beim ersten und zweiten legt ihr eine +1/+1 Marke auf eine Kreatur, bis zu einer Kreatur. Und -3, ihr exilt die Kreatur mit der höchsten Stärke, die ein Gegner kontrolliert. Das heißt, ihr könnt auch beim Gegner drauflegen. Das ist nicht schlecht. Dual Strike. Okay. 2 rote Mana. Wenn man den nächsten Instant oder Sorcery Spell castet, mit Mana Value von 4 oder weniger, kopiert man den Zauber und man macht neue Targets mit Fortell. Cool. Wow, Snowcovered Plains. Alter. Sind die krass. Uff. Jetzt ist wieder non-foil. The Beers of Lidyara. Ein grünes, ein blaues, ein farbloses. Wenn ihr ins Spielfeld kommt, kriegen wir einen 2-2 blauen Shapeshifter mit Changeling. Beim zweiten kriegen wir, dass irgendeine Anzahl an beliebigen Shapeshiftern werden zu 4-4ern. Und -3, man sucht sich bis zu eine Kreatur aus oder einen Planeswalker. Und jede Kreatur mit Stärke 4 oder höher, die man kontrolliert, fügt dem permanenten so viel Schaden zu. Okay. Aber das bleibt sogar Base. Das ist natürlich stark. Immer Sturm Predator. 4 Mana 3-3 fliegend, wenn der getappt wird. Exiliert man eine Karte aus dem Friedhof und der kriegt eine +1/+1 Marke. Man kann eine Kreatur opfern, um dem Unzerstörbarkeit zu geben und den zu tappen. Ziemlich schlechte Karte. Runeforge Champion. Aber nicht im alternativen Artwork. 3 Mana 2-3. Wenn er ins Spielfeld kommt, können wir unser Deck nach Deck oder Friedhof und oder Friedhof nach einer Runenkarte durchsuchen, die offen vorzeigen und auf die Hand nehmen und danach mischen wir unser Deck. Für 1 Mana kosten die Runen halt weniger. Also wir können ein farbloses bezahlen, statt die Mana-Kosten bezahlen. So ist es. Okay. 4 Jahr Judge of Valor. 2 schwarze, ein weißes, 2 farblose, 2-4 fliegend Lifelink. Und immer wenn man den zweiten Zauber in einer Runde castet, mildt man die obersten 3 Karten. Nee, man nimmt die, guckt die obersten 3 Karten an. Ich bin so durch. Und man nimmt eine davon auf die Hand, den Rest in den Friedhof. Koma, Cosmos Serpent in einem echt hübschen Artwork. 2 blaue, 2 grüne, 3 farblose, 6-6 kann nicht gekontert werden. Zumindest abgibst, kriegt man einen 3-3 Creature Serpent Token mit Komas Coil. Okay. Und man kann ein anderes Serpent opfern, um eine Permanente zu tappen und die aktivierten Fähigkeiten zu negieren. Und man kann die unzerstörbar werden, bis man es zulässt. Ziemlich gute Karte. Maya Bregtegard Protector. 2 grüne, 2 weiße, ein grünes, 2 farblose, 2-3. Andere Kreaturen kriegen +1/+1. Und immer wenn ein Land ins Spiel kommt, kriegen wir einen 1-1 weißen Soldier. Und wir haben Ezika, God of the Tree. Wow. Alternatives Artwork. 3 Mana 1-4 mit Wachsamkeit, tappen für Mana-beliebiger Farbe. Andere legendäre Kreaturen, die kontrolliert haben, Wachsamkeit und man kann sie tappen für Mana-beliebiger Farbe. Und, ja, hier haben wir noch Shapeshifter 2-2 und 11. Und auf der anderen Seite haben wir die Prismärische Brücke. Das ist ein God-Commander. Zu Beginn des Abgibs gucken wir die Obstagarde unseres Decks vor. Und wenn wir eine Kreatur, also so lange, bis wir eine Kreatur am Planeswalker-Karte vorzeigen. Und ja, die können wir dann ins Spielfeld bringen und den Rest der Karten legen wir unter Stack in einer beliebigen Reihenfolge. Super schick.
Ich liebe Kaltheim immer noch. Es ist so lange her und ich liebe Kaltheim immer noch. Bitte, bitte, bitte will Kaltheim 2 haben. Möglichst schnell. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Blacksheath. Ciao, ciao.